Das Siegburger Restaurant Medo verbindet historisches Ambiente mit mediterranen Speisen. In idyllischer Lage direkt am Mühlengraben haben unsere Besucher einen guten Blick auf die Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert. Eine anspruchsvolle Gastronomie, die in ihrer Vielfalt eine erstklassige Küche bietet, entführt ihre Sinne in die Regionen des Mittelmeeres. Unsere reichhaltige Speisekarte der türkisch-mediterranen Küche bietet Ihnen schmackhafte Grill- und Pfannengerichte, Fisch- und Lammspezialitäten ebenso wie vegetarische Speisen und leckere Desserts. Genießen Sie bei uns dieses einzigartige mediterrane Flair. Das Medo-Team freut sich auf Ihren Besuch. Im Dezember wurde die Stadt Troisdorf bei dem Städtewettbewerb Mission Olympique ausgezeichnet. Dank der Sportveranstaltung Ende August und Anfang September konnte die Stadt 10.000 Euro für die Sportförderung gewinnen. Der erste Platz, der mit 35.000 Euro belohnt wurde, ging mit nur einem sehr knappen Vorsprung an die Konkurrenz aus Willich. Wir waren eigentlich ziemlich siegessicher, weil die Infrastruktur bei uns in der Stadt es erlaubt, hier diesen Optimismus zu entwickeln. Wir haben hervorragende Trainer, wir haben hervorragende Sportvereine, wir werden von der Verwaltung außerordentlich gut unterstützt, wir haben ganz tolle Sportanlagen im Stadtgebiet. Also die Frage ist zu beantworten, ja, wir waren ein wenig traurig, dass wir die Silbermedaille gewonnen haben. Es ist nun mal im Sport so, natürlich verhält man sich da entsprechend sportlich fair, man akzeptiert das. 2007 wurde die Initiative von Coca-Cola Deutschland und dem Deutschen Olympischen Sportbund ins Leben gerufen. Mission Olympique sucht jedes Jahr die aktivste Stadt in Deutschland. Das bedeutet so viel wie, welche Stadt hat die meisten, kreativsten und abwechslungsreichsten Bewegungsangebote. Welche Stadt schafft es, ihre Bürgerinnen und Bürger zu motivieren, auch über den Verein hinaus aktiv zu werden und zum Beispiel sportliche Gruppen ins Leben zu rufen? Nächstes Jahr kann Troisdorf nicht am Wettbewerb teilnehmen. Durch den Beinahe-Sieg muss die Stadt ein Jahr auf eine erneute Teilnahme warten. Danach kann sich die Stadt wieder bewerben.